Willkommen zurück, meine hochverehrten Zuschauer, zum ersten K.O.-Rundenspiel in der Liga der außergewöhnlichen Naga. Ich zeige euch mal kurz, was der Status ist. Vielleicht habt ihr euch das letzte Video angesehen, in dem ich gesagt habe, wie die Paarungen sind. In dem ersten Spiel, was mir eingesendet worden ist, spielen Reaper gegen Milzi, um zu entscheiden, wer in die Runde 2 kommt, um gegen Lemotium anzutreten. Wir gucken gleich mal in eines der Spiele rein. Und übrigens sollten jetzt alle Leute ihre Spiele einschicken, damit ich hier auch durchmischen kann und nicht mehr gleich so offensichtlich ist, wer am Ende gewinnt. Deswegen ist hier ein bisschen mehr Spannung drin. Übrigens hat ein Sponsor, der anonym bleibt, mir noch gesagt, dass er gerne einen beliebigen DLC nach Wahl eines Gewinners vergeben möchte. Dafür schon mal herzlichen Dank. Und ich dachte mir, so ein DLC ist wahrscheinlich nicht so gut, wenn das einer der ersten oder zweiten und dritten Platzierten oder Viertplatzierte bekommt, weil die haben schon so gut wie alle DLCs. Ich denke mal, es ist sinnvoller, wenn jemand anderes sich einen DLC aussuchen kann. Und deswegen würde ich euch, verehrte Zuschauer, bitten, unter die Videos dann immer zu schreiben, welches ihr gut fandet, euch vielleicht zu merken, welches ihr besonders gut fandet und dann entsprechend einen Fairplay oder Unterhaltungssieger zu küren und der bekommt dann diesen Preis. Ich denke, den Unterhaltungssieger. Das ist, denke ich, eine gute Idee und ja, ich hoffe, ihr macht mit. Wir gucken uns jetzt die Armeen an. Wir sehen einmal die Dunkelelfen auf der einen Seite und die Zwerge auf der anderen Seite. Und zwar, was haben wir hier bei den Dunkelelfen gegen die Zwerge dabei? Wir sehen eine Frontlinie aus Schreckenspeeren und Hellebrunei. Dunkelelfen übrigens die mit Abstand stärkste Fraktion momentan im Spiel. Warum? Weil sie alle Truppentypen haben, alle Stellungen, die es gibt, mindestens gut besetzen können und überlegen teilweise, zum großen Teil überlegen, jede Stellung besetzen können. Daher momentan eine der stärksten Fraktionen. Dahinter zweimal Hexenkriegerinnen, was mich ein wenig wundert, gegen die Zwerge, da sie so leicht gepanzert sind. Und noch mehr legendäre Hexenkriegerinnen hier in der Mitte. Allerdings können sie durch ihren noch neuen rüstungsdurchdringenden Schaden hohen Nahkampfangriff wahrscheinlich trotzdem ganz gut Schaden machen bei den Zwergen. Dahinter Dunkeldornen mal 3 aufgestellt, jeweils mit Schild, sehr gut gegen die gepanzerten Zwerge und ein schwarzes Reiter mit Repetier-Armbrust-Regiment. Die sind auch sehr gut, um Zwerge vor allem von hinten zu beschießen. Als General sehen wir Malekith mit ein paar Zaubersprüchen. Was hatte ich hier dabei? Interessanterweise den Zerstörer, der die Nachladerate für Fähigkeiten erhöht, vielleicht gegen die Runen der Zwerge, Macht der Finsternis, Wort der Schmerzen, Seelenräuber und Blick der Niedertracht. Die Zwerge haben mitgebracht, wir sehen Artillerie, schön das dabei zu haben, einmal eine Kanone und einmal eine Grollschleuder, deren Genauigkeit im letzten Patch angeblich verbessert worden ist. Wir sehen außerdem zweimal Slayer, einmal davon die Drachenrücken-Slayer, eine Frontlinie aus Langbärten, Bergwerkern und normalen Bugmannskumpanen, die wahrscheinlich beste Fernkampfeinheit der Zwerge, die nicht so gut panzerbrechend ist, aber sie regenerieren sich und haben Angriff abwehren gegen große Feinde sehr, sehr nützlich. Dazu Langbärte, Bugmannskumpane nochmal, Langbärte mit Zweihandwaffen, die Grollgarde Langbärte mit Zweihandwaffen sowie einen Runenschmied mit einer ganz netten Kombination, nämlich Rune von Zornzerstörung, Rune der Negierung, Hammer von Karakadrat, super starke Rune und das Schmiedefeuer sowie Torgrim Grollbart ist dabei, der seinen plus 9 Nahkampfangriffspass mitgebracht hat und seinen Schuh der Rache, den er neuerdings hat, der gegnerische Nahkampfabwehr um 27 reduziert. Mit dieser Kombination können wahrscheinlich sogar ein Regiment Henker zerlegt werden und den Fernkampfvorteil haben eindeutig die Zwerge und die Zwerge sollten so gut und so stark es geht ihr Feuer auf die Henker von Harganeth fokussieren. Obwohl, so wie es gerade ausgesehen hat, wurden die Dunkeldorn mit einem ausgezeichneten Schuss absolut in Stücke gerissen. Was ist mit der Kanone? Ist sie noch in Reichweite? Okay, sie sind gerade ein bisschen außerhalb der Reichweite, aber der Einschuss. Oh ja, okay, diese Dunkeldorn wurden ordentlich zerlegt. Ist sicherlich gut, das Primärziel für die Zwerge muss allerdings
müssen allerdings diese Henker von Harganeth sein. Die zu vernichten, bevor sie in den Nahkampf kommen, wäre extrem wertvoll. Wenn beide Regimenter vernichtet werden würden, dann hätten sie so gut wie gar nichts mehr übrig, mit dem sie die Zwerge so richtig beschädigen könnten. Auch hier, genau. Sieht so aus, als wurde jetzt das Ziel auf die Henker von Harganeth geschickt. Die Dunkelelfen haben sich positioniert und marschieren nun auf die Zwerge zu. Wir sehen einen weiteren Grollschleuderschluss. Oh, der ging daneben. Die Schwestern des ringenden Verderbens würde ich persönlich nicht beschießen. Gegen die gepanzerten Zwerge eher ein geringeres Problem. Die Henker müssen vernichtet werden. Die Henker müssen mit allen vernichtet werden, was den Zwergen hier zur Verfügung steht. Diese leicht gepanzerten Schwestern des singenden Verderbens, die überraschend viel physische Resistenz haben, können dann von den Bugmans Kumpanen und so niedergemacht werden im Fernkampf. Deswegen nicht optimale Zielwahl auf der Seite der Zwerge momentan. Allein schon hier diese enge Formation der Henker von Harganeth bietet sich unglaublich gut an, um sie mit Kanonen und anderer Artillerie zu vernichten. Und wir sehen auch hier schon 15 Kills. Und wir sehen auch auf der anderen Seite, dass die Bugmans Kumpane das Feuer eröffnet haben auf die Hexenkriegerin. Und die Bergwerker beginnen ihre Ladung auf die Dunkelelfen zu werfen. Mit sehr schöner Effizienz. Und jetzt laufen sie weg. Interessant. Gucken wir uns das mal hier aus der Höhe an. Auf der rechten Flanke hat sich ein Geplänkel zwischen Fernkämpfern angebahnt. Repetierarmbrustschützen gegen Bugmans Kumpan. Ich glaube, da haben die Dunkelelfen nicht so ganz aufgepasst und wurden von Bugmans Kumpan jetzt zerlegt. Und das könnte ein sehr großer Vorteil sein für die Zwerge, jetzt in der Lage zu sein, direkt in die Seite, die aufgrund der recht fehlenden Mobilität der Dunkelelfen, also beschießen zu können, relativ frei. Das könnte sehr gut sein für die Zwerge. Und Sie sehen das erste Hexenkriegerin-Regiment fast völlig vernichtet. Ausgezeichnet. Oh, schöne Aktion hier. Bergwerker an die Flanke stellen, damit sie besser in die Schreckenspeere treffen. Aber jetzt sind die Dunkeldornen leider aktiviert worden. Und jetzt haben die Zwerge das Problem, dass sie selbst nicht wirklich viel haben, um den Dunkeldorn mit Schilden Paroli zu bieten. Und das größte Problem, dem sie gegenüberstehen, sind die Henker von Harganeth, die sich gerade nähern. Hier wurde eine Rune der Negierung ausgeführt und ein Hammer von Charakterdarts auf die Schwestern des singenden Verderbens. Ungeschickt. Kein guter Cast in diesem Moment, da sie sowieso nicht wirklich gegen viel kämpfen. Das hätte sich viel mehr auf diese Henker gelohnt, wenn sie dann im Nahkampf gewesen wären. Nächste Salve. Die leichte Frontlinie, die Ablenkung der Dunkelelfen ist schwer beschädigt worden. Im Gegenzug dazu haben die Zwerge noch wenig Schaden erlitten. Das sieht momentan ganz gut aus, aber sobald die Henker in den Nahkampf kommen, wird die Zwergenlinie ein großes Problem bekommen. Wir sehen auf der rechten Flanke der Zwergenformation, dass Bugmans Kumpane leider ein bisschen vergessen worden sind, genauso wie die Slayer. Jede Sekunde, die Slayer jetzt ihre Feinde aufhalten können, wäre sehr, sehr wertvoll. Und die Artillerie muss unbedingt die Henker auf allen Seiten zerschießen. Extremst wichtig. Wahnsinn des Kane und Wort der Schmerzen auf die Grollgarde, aber das macht ihnen hier hinten gerade wirklich nicht so viel aus, da sie sowieso nur gegen Hexenkriegerinnen kämpfen. Und doch überraschend viel Schaden machen, muss ich gerade sagen. Oh. Jetzt kommen die Slayer in den Kampf. Ich kann nur hoffen, dass sie mit ihrem leichten panzerbrechenden Schaden doch halbwegs in der Lage sind, diese Henker aufzuhalten. 16 rüstungsdurchdringender Schaden ist nicht übel. 45 Nahkampfangriff, da können sie den schon wehtun. Vor allem, wenn sie von hinten ankommen. Und jetzt kommt ein Kombinationsangriff. Hammer und Amboss auf die Henker von Harganeth. Das könnte ausreichen, um sie auszuschalten. Wenn jetzt noch der Hammer von Karakdras übrig wäre, um ihn hier reinzucasten, wäre das Ende dieser Henker von Harganeth. Aber auch so sieht es gar nicht mal übel aus auf dieser Seite für die Zwerge. Auch die Artillerie ist immer noch aktiv, hat mittlerweile 51 Kills hier und 63 Kills hier gesammelt. Gar nicht mal so übel. Und sie schießen gerade auf die Dunkeldornen. Jetzt müssen sie eigentlich auch ihr Ziel wechseln. Wenigstens mit der Kanone, die wird sich jetzt optimal lohnen hier. Das tut sie sogar. Perfekt, denn der Schusswinkel hier ist ausgezeichnet. Oh ja, genau, die werden mit jedem Schuss drastisch weggehauen.
Leider sind die schwarzen Ritter jetzt hier für den Dunkeldorn aktiviert worden, um die Kanone auszuschalten. Bugmanns Kumpane hier, weiß nicht, was die gerade dort machen. Die sollten sich lieber um die Dunkeldorn mit Schild kümmern. Denn diese paar übrigen Hexenkriegerinnen werden nicht mehr viel ausrichten können, meiner Meinung nach. Schönes Flanken, schönes Manöver mit der Grollgarde. Ich hoffe, sie werden jetzt umdrehen und hier diesen Dunkeldorn in den Rücken fallen. Ich glaube, das wäre dann in dem Fall das Ende für die Dunkelelfen. Ah, das eine Regiment, Henker von Haganeth, ist gleich im Eimer. Hier im Zentrum sind allerdings noch 45 übrig, die bei recht guter Gesundheit sind. Auch noch eine Menge Dunkeldorn übrig, zwei Regimenter. Nichts, was ist das? Eine Rune von Zorn und Zerstörung auf die Henker von Haganeth. Und ich befürchte, ich sehe nicht, wie die Dunkelelfen davon wie... Oh, wo geht ihr hin, die Trollgarde? Wo geht ihr denn hin? Ihr wollt Malekith killen, aber Malekith ist sowieso schon umrundet von der Horde wilder Slayer. Und das ist das Ende, glaube ich. Oder? Malekith kommt zu Fuß nicht mehr wirklich weg. Und damit ist das Ende für die Dunkelelfen gekommen. Und Reaper hat diese Runde gewonnen. Was hätte Milsi hier besser machen können? Ich denke, etwas mehr Mobilität hätte sicher geholfen. Und ja, die größte Schwäche der Zwerge sind ihre langsame, ihre geringe Beweglichkeit. Und mit dieser Armee von Milsi war er nicht in der Lage, diesen Vorteil auszunutzen. Ich denke, auch die Hexenkriegerinnen waren keine gute Wahl, da sie ihrerseits nicht sonderlich viel Schaden bei den Zwergen machen können, die alle eine hohe Panzerung durch die Bank hatten. Eine bessere Einsatzmöglichkeit wäre gewesen, sie direkt auf Bugmanns Kumpane zu schicken oder auf die Slayer. Da hätten sie Schaden gemacht, aber ich hatte nicht den Eindruck, dass sie darauf fokussiert worden wären. Deswegen war ihr Damage Output eher niedrig. Und das hat dann letzten Endes dazu geführt, dass einfach nicht mehr genug da war, um die Zwerge zu überwältigen. Die Kanonen waren die ganze Zeit aktiv, sowie die Bugmanns Kumpane, immer noch volle Lebensenergie, und das hat dieses ganze Fernkampffeuer, hat die Dunkelelfen hier zerlegt. Und das war die erste Schlacht, Milsi gegen Reaper. Springen wir in die zweite Schlacht rein. Und hier spielt Reaper und Milsi beide jeweils mit den Hochelfen. Reaper, eine fokussierte Armee auf Seegarde von Lothern mit Schilden und Bögen. Zweimal Schwertmeister von Hoth, einmal Drachenprinzen und ich glaube illyrianische Grenzreiter sehen wir noch dabei. Die Fürstin ist auf einem Drachen dabei mit ihren Fernkampffähigkeiten. Und eine Zauberin, eine Magierzauberin mit dem Windstoß und mit Rüstungs- und Nahkampfangriffsreduktion. Das heißt eine recht fernkampfbasierte Armee mit zwei schweren Infanterieregimenter und ein bisschen Mobilität. Wie sieht es auf der anderen Seite aus? Hier haben wir, oh, auch eine Fürstin mit Fernkampf und den Rüstungsdurchdringenden geschossen. Das überrascht mich sehr. Der Rest der Armee, hier haben wir zweimal Schwestern von Avalon, die neuen Regimente, die mit dem DLC dazugekommen sind. Panzerbrechende Schaden. Wenn die gut gegen die Schwertmeister eingesetzt werden können, zerlegen sie die locker. Gegen die Seegarde von Lothern müssen sie sich in Acht nehmen. Da verlieren sie im Kampf, im direkten Vergleich. Hier auch zweimal Schwertmeister von Lothern dabei und etwas Seegarde von Lothern sowie ein paar Speerträger. Also noch relativ ähnliche Armeen. Ich denke von der... hier im Wald sind noch Bogenschützen der illyrianischen Grenzreiter. Das heißt, von der Mobilität hier, ich habe jetzt leider vergessen, wer ist, auf der Seite grün, ein bisschen mehr Mobilität und ein bisschen Fernkampf stärker vom Gefühl her. Obwohl, Fernkampf stärker ist jetzt so eine Sache, da hier Schwestern von Avalon dabei sind. Die Bogenschützen der Grenzreiter können, hier wahrscheinlich nicht ganz so viel anrichten. Höchstens vielleicht die Fürstin verfolgen, wenn sie sich auf
wenn sie sich zu weit nach vorne bewegt, können natürlich ihrerseits dann wieder von den Blutrittern abgefangen werden. Und die Drachen, das ist irgendwie ein unterschiedlicher Drache, ich weiß nur nicht genau, welcher Drache was ist. Erster Schuss, schön getroffen hier auf die Fürstin, Shan hielt sich allerdings in Grenzen. Und die Bogenschützen der Illyrianischen Grenzreiter verfehlen. Diese Drachen sind einfach nicht wirklich gut zu treffen. Das ist eine Katastrophe, die fliegen immer so wild durch die Gegend. Muss der Fürstin und allen anderen Charakteren, die darauf reiten, eigentlich immer schlecht werden. Wenn das Ding sich so durch die Gegend bewegt. Ist furchtbar. Wie ein Motorrad und eine Achterbahn gleichzeitig. Die grüne Seite marschiert ein kleines bisschen vor. Die Schwestern von Avalon haben ihre Position im Wald aufgegeben und sind jetzt sehr, sehr angreifbar, wenn die grüne Seite anfängt, das zu sehen. Oh, und entwickelt sich auch der erste Fernkampf mit meiner Meinung nach einem großen Vorteil auf der Seegarde von Lotharren, die mit ihren Schilden, mit ihren silbernen Schilden einfach problemlos gegen die Schwestern von Avalon gewinnen werden. Das ist auch kein Ziel, auf das man mit den Schwestern von Avalon schießen sollte. Die sind viel zu teuer, die müssen sich wirklich auf teure, gepanzerte Regimenter konzentrieren. Und hier leider ein Regiment Bogenschützen so ein bisschen vergessen, haben einen Schuss abbekommen, gleich schweren Schaden genommen. Beide Hochelfenspieler momentan noch relativ vorsichtig mit dem, was sie tun. Oh, aber hier bekommen wieder die Schwestern von Avalon eine weitere unnötige Salve ab. Und diese offene Stellung der Schwestern von Avalon wurde jetzt entdeckt und wird jetzt ausgenutzt von Spieler Grün. Tut mir leid, dass ich den Namen gerade nicht weiß. Die Drachenprinzen werden aktiviert und es gibt nichts, was die roten Hochelfen haben, um die Schwestern von Avalon von der Vernichtung zu schützen. Sie tauschen hier ihre Pfeile aus gegen die Seegarde von Lotharren, sind zusammen in der Lage, die Seegarde niederzumachen, aber es ist trotzdem kein Kampf, der gut ist für die Seegarde. Es ist eine absolute Verschwendung leider. Oh, und sie bekommen außerdem einen weiteren Angriff der Fürstin ab. Nochmal einen Schuss. Aber der hat nicht sonderlich gut getroffen. Hätte sich auch besser gegen Schwertmeister gelohnt. Rote Hochelfen bewegen sich langsam auf die Formation der Seegarde von Lotharren vor. Und die erste Seegarde, das erste Seegarde-Regiment ist jeden Moment kaputt, aber zu welchem Preis? Die kosten glaube ich 600, 700 oder 700 so um den Dreh. Schwestern von Avalon sind eher so im Bereich von 1000. Und jetzt haben wir hier ein paar Speerträgerregimenter, die ein bisschen gebloppt auf die Fernkämpfer zulaufen. Die sollten sich wenigstens aufteilen. Eine hierhin, eine hierhin, eine hierhin, um mehrere dieser Regimente aufzuhalten. Sie laufen allerdings auch in eine Falle, denn die Schwertmeister von Horth sind jetzt auf dem Weg, um ihnen den Gar auszumachen. Oh, Drachenatem! Ein ausgezeichneter Drachenatem. Der Schuss geht direkt durch das erste Schwertmeisterregiment durch und nimmt auch noch das zweite mit katastrophaler Schaden. 31 Kills, das tut sehr, sehr weh und rot. Die roten Hochelfen werden jetzt Probleme haben, gegen die anderen Schwertmeister von Horth noch zu bestehen, wenn die Schwestern von Avalon nicht mit im Kampf helfen. Sie sind gerade so weit von der Schlacht entfernt. Sie müssten jetzt auf die Drachenprinzen schießen, die sind so nah dran. Wenn sie jetzt die Drachenprinzen fokussieren, kann es noch ein bisschen umgedreht werden, denke ich. Oh, zu viel Blob, zu viel Speerkämpfer, Blob. Die sind alle fast tot. Haben die auch einen Drachenatem abbekommen? Oh, das sieht nicht gut aus für die Speerträger hier. Das sieht gar nicht gut aus für die Speerträger hier. Die Frontlinie der roten Hochelfen ist gleich gebrochen und die Drachenprinzen sehen jetzt ihre Chance, um die Schwestern von Avalon niederzumachen. Oh, ihre Schilde schützen sie vor dem Schlimmsten. Ich habe mehr Schaden erwartet. Doch jetzt sind sie im Nahkampf und da werden die Schwestern nicht bestehen können, obwohl 50 Nahkampfabwehr gegen 44 Nahkampfabgriff. Sie werden sich wahrscheinlich eine Weile halten und wenn diese Drachenprinzen nicht schnell genug die Schwestern von Avalon erledigen, werden sie vielleicht hier von dieser anderen Seite vernichtet. Sie bekommen jetzt hier konzentriertes Feuer in den Rücken,
das tut sehr, sehr weh. Das tut sehr, sehr weh und könnte den Drachenprinzen den Rest geben, wenn sie hier nicht gut gemicromanaged werden. Hier sieht es allerdings extrem schlecht aus. Bin mir nicht so ganz sicher, was mit diesen Speerträgern passiert ist, dass sie so schnell tot waren. Ich kann mir nur vorstellen, dass hier auch noch irgendwie... Ach klar, das war wahrscheinlich ein Windspruch, oder? Wo ist die Windmagerin? Die müsste jetzt wahrscheinlich haufenweise Kills haben. Oh ja, 110 Kills. Haben wir leider verpasst. Aber das war ein optimal gesetzter Windspruch. Wahrscheinlich als alle drei Regimenter geblockt gewesen sind. Und zwar so wie die Leichen aussehen. Hier an dieser Stelle. Das hat sie alle beschädigt, vertrieben. Und damit haben die Seegarde von Lieutenant-Regimenter momentan freies Schussfeld auf alles. Auf der anderen Seite haben die Drachenprinzen relativ schnell das erste Regiment Schwestern von Avalon vertrieben und machen sich jetzt auf das nächste dazu. Ja. Und das war's. Damit ist keine panzerbrechende Fernkampfeinheit mehr da, um den Schwertmeister von Horth Paroli zu bieten. Nächster Drachenatem. Nicht ganz so gut wie der letzte, den wir gesehen haben. Muss zu diesem Zeitpunkt auch nicht mehr wirklich sein, denn wenn wir uns angucken, was noch auf dem Spielfeld ist, dann ist der Vorteil ganz, ganz stark auf der Seite der grünen Hochelfen. Noch ein schöner Drachenatem zum Abschluss, aber da ist nichts mehr zu machen. Und diese Runde geht an Reaper, genauso wie die erste Runde. Das bedeutet, Reaper geht mit einem Sieg von 2:0 gegen Milsi hier. Was? Warum kann ich sie nicht eintragen? Auf jeden Fall geht er mit einem 2:1 Sieg. Oh, start the final stage. Aha. Huh. Invalid Token? Moment. Start the final stage. Ah, okay. What? Matches are open for voting. Keine Ahnung, was das ist. Aber jetzt können wir die Ergebnisse eintragen. Reaper hat mit 2:0 gegen Reaper gewonnen. So, ich denke, wenn Milsi seine Armeen etwas besser unter Kontrolle gehabt hätte, vor allem nicht ganz so sehr gebloppt hätte hier in diesem zweiten Kampf, wäre da durchaus was drin gewesen. Ich denke auch, die weit entfernte Platzierung der Schwestern von Avalon waren ein großes Problem. So konnten sie einzeln von den Drachenprinzen zerlegt werden. Wenn sie in der Hauptlinie dabei gewesen wären, hätten sie einerseits die Fürstin, die Drachen bedrohen können oder die Schwertmeister von Horth. Ich glaube, das wäre eine bessere Situation gewesen, als sie so an der Seite zu platzieren. Aber so kann es gehen und damit ist Reaper weiter und wartet auf seinen Gegner Limotium in Runde 2. Ich bedanke mich für dieses Spiel. Danke an Milsi und danke an Reaper. Vor allem danke an Milsi, dass du mitgemacht hast. Und wir werden dich hoffentlich auch weiter in Replays, im Discord, ja, und in den Kommentaren sehen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Reaper, viel Glück in deinem nächsten Match und bis zum nächsten Mal.